Er hat über sein Gehalt gemeint? Lol. Hab ich vergessen, ey. Ey, ich hab die längst gelesen. Müller. 170.000. Ah, dann machst du aber noch 2 Jahre, noch länger, ne? Ist klar. Ich würde das Gehaltbudget noch ein bisschen verändern, ja. Ich mache mal auf 70, ja. So könnten wir es machen. Gut. Ey, was soll der ungelesene Scheiß, ey? Ich habe doch alles gelesen. So. So, jetzt passt's. Ja, Spieler ist verkauft. Gut. Lukas Räder. Und tschüss. Ist egal, wie viel er verkauft ist. Hauptsache, der ist weg und ich spare mehr fürs Gehalt. Okay. In den trockenen Tüchern steht das. Der Verkauf von Diego Contento. So. Oh je, was ist jetzt los? Spieler verkauft. Sollte mich nicht allzu interessieren. Jetzt wird rotiert. So. Dann rotieren wir mal schön. Und es will never, ever be the same again. Wer den Spruch jetzt kennt, der kann mal in die Kommentare schreiben, von wem ich das geklaut habe. Ich sag nur so, es ist von der WWE. Mehr werde ich jetzt auch nicht sagen. Never be the same again. Heulberg. So. Gut, so könnten wir es eigentlich machen, ne? Oder sollen wir Rafinha ein bisschen Einsatzzeit geben? Das können wir auch mal machen. Dann ist der Kapitän heute mal. Wer ist denn noch der Kapitän? Alaba. Heute lassen wir den Alaba mal ran. Als Kapitän. So. Mal sehen, wie sich die neuen Zugänge schlagen werden. Und ich werde natürlich auch in der Ersatzbank auch junge Spieler einsetzen. So dass ich jetzt mal. Ja, Götze will ich aber. Ich lasse mal Götze als falschen Neuen spielen. Ja, ich lasse ihn eine Halbzeit spielen und eine Halbzeit lasse ich mal einen Zug spielen. Dann Martinez lasse ich komplett raus. Ja, Shaqiri spiele ich. Dann lasse ich Ribéry komplett raus. Und den sonst können wir eigentlich so lassen. Sonst können wir es lassen. Und das jetzt komplett rotiert. Mal sehen, wie die Elf so klappt. Ob sie harmoniert. Und jetzt wieder so eine Challenge. Ist ja auch mal sehr schön. So. Mal sehen. Wenn wir 5 halten, dann machen wir weiter. So. Okay, wir haben keine 5 gehalten, also passt es. So. Machen wir mal so. Wenn wir 5 halten würden. Okay, nächstes Spiel werde ich mich sowieso nicht erinnern. Jetzt die nächste Aufnahme. Nächstes Spiel werde ich mich wahrscheinlich schon erinnern. Nein. Und jetzt. Rafinha, ah, schade. So, gegen wen spielen wir eigentlich? Catania. Okay. Oh. Das war nix. Kirchhoff. Und jetzt Toni Kroos. Der eigentlich ja gehen wollte. Wollte. Aber doch sich entschieden hat, hier zu bleiben. Und jetzt Kroos. So. Nein. Schade. Götze mit der Chance.
Er macht nichts draus. Leider. So. Was war das denn? Und jetzt. Mario Götze. Nein. Er macht nichts draus. Jetzt Thiago Alcantara. Nein. So. Oh je. Oh je. Gelbe Karten. Und es wird heftiges Gebuhe. Gebuhe. Ausgebuhe. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kriegt er eine gelbe Karte? Er hat doch gar nichts Schlimmes getan. Jetzt Affelei. Ja, okay. Affelei, der ist jetzt nicht so... Also er kann noch ein guter Backup werden, so ist er nicht. Also er ist so ziemlich ein Backup. Muss man sagen, von den ersten Eindrücken her ist er momentan ein Backup. Aber er spielt fand ich so genauso wie Burberry. Also es ist nicht so schön. Okay, auch wenn ich Ribéry manchen Teilen noch besser finde. Und jetzt... Thiago, oh schade. Und jetzt Rafinha im Duell. Rafinha. Rafinha. Okay. So. Aufstellung. Alaba, der Kapitän. Und jetzt Heuberg. Und Alcantara. Und Affelei. Und Affelei. Und Affelei. Und ja, gut. Einwurf für die Bayern. So, und jetzt Heuberg. Thiago. Heuberg. Schöner Passversuch. Und, ah, schade. Und jetzt Kirchhoff. Und, oh, schön. Schön geklärt von Kirchhoff. Und jetzt Alcantara. Und jetzt Nani. Und Nani. Ah, schade. Und jetzt. Ich habe nicht geschossen. Ich habe nicht geschossen. Das ist ein Fehler. Ich habe eigentlich nur geklärt, aber okay. Wahrscheinlich hat er noch auf... Ob ich zu viel auf Kreis gedrückt, nachher geschossen, aber egal. Ungerecht. Und scheiße. Weil da hätten wir auch eine gute Möglichkeit machen können. So, und jetzt Nani. Er sieht Mario Götze. Mario Götze. Exzellent versucht durchzusetzen, aber exzellent verteidigt natürlich von den Taniern. Ich habe die Mannschaft noch nie gehört, ey. Warum kann man eigentlich nicht selber bestimmen, gegen wen man spielt und nicht hier wer aufgesetzt bekommt, dass man so ja, so ein paar Knallerspiele kriegen kann. Also, okay, nichts gegen Athletic Bilbao oder den anderen Verein, aber jetzt so ein Spiel gegen Barcelona, das hätte ich geil gefunden, weil das ist so ein ultimativer Test, ob du wirklich gut bist oder schlecht bist. Weil so kann ja sein, dass ich vielleicht nicht über mich hinauswachse oder nicht so die exzellente Leistung hier, wo man ja überall exzellente Leistung hat. Das ist ja normal bei mir, wenn ich gegen kleinere Clubs genauso spiele wie größere Clubs, obwohl ich bei größeren Clubs eigentlich eine stärkere Leistung zeige und über mich wirklich hinauswachse. Deswegen bin ich auch so stark auf die Champions League gespannt, wie ich da auch spiele. Also ob ich da auch, weil ich will eigentlich Top-Leistung liefern, aber ich weiß nicht. Ist irgendwie, ja gut, Rafinha hat immer noch den Ball. Rafinha versucht's und gute Chance. War eine klasse Parade. Also es war nicht schlecht von Rafinha, muss man sagen. Und Nani mit einer Ecke. So, und jetzt. Boah, Junge, wir haben auch so mit der Latte, oder? Und Thiago. Und... Eckball. Schön reingedreht. Und jetzt. Nein. Wieder Thiago. Und schöne Parade. Von dem Keeper. So. Also die Bayern haben schon ein bisschen Pech momentan. So. Und jetzt. Heuberg. Und. Affelei.
Na, schade. So. Nein. So. Ja, okay, komm. Erstmal jetzt auslassen. So. Und jetzt. Ey. So wollte ich nicht annehmen. So. Elegant gelöst von Holger Badstuber. Und jetzt. Affelei. Oh, 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 Affelei. Oi. Ui. Ui, ui, ui. So. Ja. Und jetzt. Nochmal Affelei. Oh Gott. Gut gemacht von Alaba. Gut geklärt. So. Und jetzt. Toni Kroos. Götze. Ah, schade. Also ein Tor hätten wir schon verdient, muss man sagen. Ein Tor hätten wir schon garantiert verdient. Aber es will nicht so sein. Und ich glaube, ich lasse Götze doch spielen. Lass aber Kroos raus. Und kommt dann mal ein Sukic rein. So könnten wir es machen, ja. So, jetzt ist Mandzukic drin, er ist fit, er ist bereit. Dann lassen wir Götze in seine geliebte Zehnerposition. So. Ui. Ja, sehr gut. Götze. Und Affelei. Affelei, schön. Mario Götze. Schade. So. Ja. Ja. Ah, gut. Und jetzt. Oh ja. So. So, jetzt komm. Und jetzt. Ja, ja, schade. Das war ganz knapp. Wenn man sagen will. So. Und jetzt. Ja. Sehr schön. Peter Cech. Oh. Ja, gut. Und jetzt. Sehr schön. Und jetzt. Oh, was für eine Chance, Mario Mandzukic. Und der Keeper hält wieder stark. So. Und jetzt. Götze. Ah, schade. Oh je. Schön ausgetribbelt. Oh. Nein. Schön. Mit Heuberg. Ja, lauft man mit nach vorne, Leute. Und jetzt. Ja, 1-0 wäre lächerlich. Das wäre es wirklich. So, jetzt. Jetzt. Ja, Nani. Sehr schön. Nani setzt sich sehr schön durch. Und. Ah, schöne Flanke. Aber Mandzukic macht leider nicht die Chance. War ein guter Angriff von den Bayern. Schön durchgesetzt von Nani. Der läuft und läuft und läuft. Eine Flanke bringt, die gut war. Also er kommt besser ins Spiel. Also die 16 Millionen haben sich momentan bisher vom Eindruck her gelohnt und man wird sich bestimmt auf mehr freuen von ihm, wenn er spielt. Und er ist ja als Backup für Robben und Robben könnte sich ja auch mal verletzen, oder?
Kriegt auch mal seine Pause so. Weil wir wollen ja Champions League spielen und da müssen wir auch gut rotieren können. Ja, jetzt Nani. Schleicht sich mal nach vorne. Sehr schön. Jetzt Affelei. Die zwei Neuzugänge. Und jetzt. Oh. Schön von Mario Mandzukic. Und Mario Mandzukic macht wieder den Unterschied und macht das Tor. War elegant gelöst. War ein schöner Konter. Ein Zusammenspiel von Affelei und Nani. Und dann macht Mario Mandzukic das sehnliche 1:0. So. Sehr schön gemacht. Jetzt Nani. Nani ist on fire. Man sieht schon. Seine Lust. Man wird sich garantiert auf mehr freuen. Und jetzt Nani. Affelei. Und Mandzukic. Jetzt bereiten beide das Tor vor. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und jetzt wird gewechselt. Nach beiden starken Aktionen werden sie jetzt auch rausgenommen. So. Also sind ja so ziemlich beide kaputt. Und da können wir mal Weiser und Shaqiri spielen lassen. Die wollen ja auch noch was zeigen hier. Hier in diesem Laden. So. Ja, Nani, du hast gut gespielt. Und ja. Ich würde auch mal noch was fragen. Also, ich weiß ja nicht, ob jemand eine PS4 schon hat. Ich habe noch keine. Vielleicht hole ich mir eine. Also, wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Weil ich ja mir wahrscheinlich da schon die Wii U holen will. Also, die hole ich mir auf jeden Fall. Das ist nämlich meine erste Konsole, die ich jetzt haben will. Also, die Wii U und dann irgendwann bald meine PS4. Das werden wir mal sehen. Und dann, ja. PS4. Also, was ich wahrscheinlich nicht holen werde, ist eine Xbox One, weil ich weiß nicht. Ich halte davon nicht viel. Das ist einfach meine Meinung. Viele halten von der PS4 nicht viel. Viele halten von der Xbox One viel. Viele halten von der Wii U nichts. Aber ich halte von der Wii U schon was. Weil ist für mich eine coole Konsole. Und es kommen auch bald geile Spiele. Jetzt zum Beispiel letztens ja Super Mario 3D World. Oder Super Mario Bros. U ist ja mittlerweile schon Mario Kart 8 zum Beispiel. Wo ich ja richtig heiß bin. Und so weiter und so fort. Deswegen hole ich mir auch wahrscheinlich auch eine Wii U. Und dann nach wahrscheinlich eine PS4. Oder noch in irgendeine Konsole, die es gibt. Mal gucken. Wir werden es in der Zukunft sehen, aber ich denke mal erstmal so jetzt ein Jährchen oder zwei sind jetzt, was man mit den Konsolen hier pause, weil ich glaube jetzt nicht, dass Nintendo, Sony oder Microsoft jetzt auf einmal eine neue Konsole bringen. Wenn dann von der gleichen, also zum Beispiel eine Xbox One mit ja noch so ein paar Einheiten oder so, aber jetzt nicht eine neue Next Gen oder so, weißt du, wie ich meinte. Deswegen, ich denke mal, ihr wisst schon, wie ich es meine. So. Und jetzt. Ja. So. Ja. Oh Mann. Ja. Ja. Super Dribbling. Super Dribbling. Super Dribbling. Ja. So. Ja. Sehr gut. Oh, 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 oh. Ja, sehr schön. Und jetzt Heuberg. Heuberg. Und Shaq Attack. Und Shaq Attack. Schade. Und 3:0. In der 90. Minute macht Shaqiri das 3:0. Und damit mal den ersten klaren Sieg. Jetzt kein, so ein Zufallssieg oder so ein 5-5, was ja ein Tor meiner Meinung nach immer noch unberechtigt ist, wegen diesem scheiß Fehler. Ihr habt ja gesehen, ich konnte ja nichts machen, also ich habe zumindest nicht weitergespielt. Wenn nicht, dann war es unnatürlich, weil ich habe wirklich nichts gesehen. Und dann habe ich später gesehen, oh scheiß, ein Tor. Also, ich denke mal, ich hoffe mal, ihr glaubt es mir, weil ganz ehrlich, ich habe es ja noch gedreht, also immerhin. Und jetzt 3:0, perfekte Begegnung, gutes Spiel. Neuzugänge haben immer was Gutes gezeigt. Ich will mal die Wertung wissen. Also so schlecht war es jetzt nicht. Ja, 8,1, 7,7. Damit kann man leben. Damit kann man auf jeden Fall leben. Also es war ganz gut. Für ein Startelf-Debüt war es nicht schlecht. Und beide sind ja prima Backups. Muss man sagen. Beide haben jeweils ein Tor vorbereitet.
Und ja, das passt eigentlich. Oh, wir haben ja gleich schon ein Auftaktmatch, ey. Gegen wen denn? Stuttgart. Und ja, Moment.